Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Das wiegt gleich doppelt schwer, wenn die Reise im Kreise zweier Freunde unternommen wird. Wir sind im Nordosten Kroatiens, wo Halali-Redakteur Oliver Dorn mit seinen Freunden Boraj und Patrick ein paar Tage Hirschbrunft erleben möchte. Die gesamte Baranja ist auch heute noch sehr landwirtschaftlich geprägt, was an den guten und fruchtbaren Böden und den passenden klimatischen Gegebenheiten liegt. Die alten Dörfer sind gepflegt und beschaulich und ihre Bewohner gastfreundlich. So stehen natürlich Weinproben und gutes Essen auf dieser Reise auch auf dem Programm. Revierpächter Stjepan Dolic erklärt das Revier. Dann geht es auch schon los. Die drei Freunde teilen sich auf, um ihr Glück auf den Brunfthirsch zu versuchen. Es ist noch ruhig im Wald. Und so geht die Pirsch langsam, Schritt für Schritt, gegen den Wind auf breiten, gemähten Waldschneisen tiefer in den Wald hinein. Hier in der Baranja wird überwiegend gepirscht. Oder man wartet eine Weile auf den massiven Hochsitzen, die auf großen Waldkreuzungen stehen, und passt das Wild ab, das auf dem frischen Gras äst. Es ist schon taghell und die Jäger entscheiden sich, hier zu verweilen. Stipe steht unten und versucht sich mit dem Kuhhorn. Der Schuss sitzt gut, doch der Hirsch flüchtet noch in den Wald hinein. Vielen Dank. Tolle Tage dir. Herzlichen Dank. Hat uns auch gefallen. Nachdem Patrick schon am ersten Tag Weidmanns Heil hatte, begleiten wir jetzt Boraj bei der Pirsch. Gemeinsam mit seinem Jagdführer Istvan entdeckt er Rotwild, das gerade in den Bestand zieht. Boraj macht sich schussbereit, während Istvan versucht, das Rudel zurückzulocken. Eine spannende Jagd beginnt. Lange Momente vergehen, bis die Jäger sich bereit machen, den Anschuss zu suchen und der Fährte zu folgen. Endlich lösen die Gewissheit und erleichterte Freude die Spannung. Der Hirsch liegt nach wenigen Metern. Eine
große Reise mit vielen gemeinsamen glücklichen Momenten nähert sich ihrem Ende. Sie wird den Dreien sicher noch lange in freudiger Erinnerung bleiben. Oh, hast du das gehört? Ja.